Für Fitnesstrainer Paul James ist es das Allergrößte, möglichst fett zu sein. Deshalb schlägt er sich jetzt jeden Tag den Bauch voll. Und zwar so, dass er allein im vergangenen Monat 20 Kilo zugenommen hat. 20 weitere kommen noch drauf. Die Wampe soll ihm helfen, seine Klienten mit Übergewicht besser zu verstehen, sagt er. Fit für Fette, Inga Wegemann, Alexander Lorenz und Dominik Fleckinger berichten. Bei diesem Anblick nicht schwach zu werden, ist schon ein Kunststück. Perfekter Body, ideal definiertes Sixpack. Das ist Fitnesstrainer und Unterwäschemodel Paul James aus Australien. Und das ist er auch. Kaum zu fassen, denn zurzeit bringt der 32-Jährige statt der idealen 80 bereits 100,8 Kilo auf die Waage. Und er will noch mehr. Fett zu werden ist mein Silvestervorhaben. Fett werden über den Sommer, um zu verstehen, wie sich meine Kunden fühlen, die übergewichtig sind und zum Training kommen. Ich will körperlich und psychologisch verstehen, was es heißt, dick zu sein. Und hier kommt ein Beispiel für Paul James' kleine Zwischenmahlzeit. Erst Pizza extra groß, Kakao aus dem Kanister, geht schneller, ein paar Hühnerbeinchen, wieder Kakao und zum Nachtisch noch ein paar fette Donuts. Immerhin sollen noch mal 20 Kilo drauf in den kommenden 2 Monaten mit rund 10.000 Kalorien am Tag. Mediziner warnen davor. 40 Kilo in 2 Monaten, das bedeutet für jemanden, der 80 Kilo wiegt, 50% seines Gewichtes zuzunehmen. Das ist in der Hauptsache Fett, für den Körper eine absolute Herausforderung, besonders für die Leber. Und neben der Leber für das Herz. Aber für Paul lohnt es sich schon. Er beginnt langsam zu verstehen, was eine solche Plauze für die Damenwelt bedeutet. Sie wollen wissen, wie viele Angebote ich vorher bekam und wie viele jetzt. Das ist ein großer Unterschied. Denn je mehr Kilo, desto weniger Angebote gab es. Es kommt darauf an, was die Mädels an ihm mochten, Körper oder Persönlichkeit. Jetzt muss er halt mehr an der Persönlichkeit arbeiten. Er sieht schon aus wie ein anderer. Er hatte ein Sixpack, war schlank und jetzt hat er ein Fatpack. Und Paul James möchte noch auf 120 Kilo kommen. Ab Juli will er dann allen beweisen, dass er auch nach einem solchen Bauch wieder so schön definierte 80 Kilo schafft. Da sind wir sehr gespannt. Wir bleiben dran an der Geschichte.